Paketzentrum Saulheim. Die letzten Sendungen und Geschenke sollen noch ausgeliefert werden. Die wohl anstrengendste Zeit für Paketboten. Einer von ihnen ist Ingo Brandt. Wir begleiten ihn auf einer seiner letzten Touren, kurz vor Weihnachten. Mein Arbeitsalltag fängt um 6.45 Uhr an. Er geht bis, ich sag mal, 14 bis 16 Uhr in der Regel. Ich liefere ca. 160 bis 180 Pakete aus, plus Päckchen. In der Weihnachtszeit sind es wesentlich mehr. Da sind es meistens 200 bis 230 Pakete plus 20 oder 30 Päckchen. Ja, ich muss relativ viele gewichtige Pakete tragen. Dazu gehört Wein, Katzenstreu, Futter, Hundefutter, Katzenfutter, Orangen gibt es auch ab und zu, auch sehr schwer. Nähmaschinen auch. Gelegentlich habe ich auch Muskelkater von dem Paket schleppen. Das gehört einfach dazu. Das Verrückteste, was mir passiert ist bei der Zustellung, da muss ich lange überlegen. Ja, da hat mir eine Frau in Mainz halbnackt die Tür aufgemacht. Besonders schöne Pakete fallen mir schon auf, aber man gewöhnt sich halt doch dran an die Pakete und nimmt es gar nicht mehr so wahr. Aber besonders schöne nehme ich schon wahr. Die Weihnachtszeit ist schon was Besonderes. Stellenweise redet man mehr mit den Leuten über Geschenke, über Pakete. An Weihnachten sind die Menschen etwas zugänglicher, sag ich mal. Freundlicher auch ein wenig, aber viele Leute sind freundlich und die können dann nicht mehr freundlicher sein.